Willkommen bei Musica. Heute Abend zeichnet Musica das bewegte Leben des Komponisten Hans Eisler nach. Der einstige Schüler von Arnold Schönberg und enge Mitarbeiter von Bertolt Brecht emigrierte in der Nazizeit in die USA. Dort begeisterte er sich erfolgreich für den Hollywood-Film. 1947, während des Kalten Krieges, musste Eisler in der McCarthy-Ära vor dem Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten erscheinen und die USA verlassen. Er kehrte nach Europa zurück und lebte in Ost-Berlin und Wien. Sein häufig unterschätztes und politisch abgelehntes Werk wird heute wiederentdeckt. Es beschränkt sich keineswegs auf die Nationalhymne der ehemaligen DDR, sehr zum Leidwesen seiner Verleumder. Das ganze Porträt jetzt in Musica. Mein Leben lang habe ich mich für die Sache der Arbeiter eingesetzt, indem ich Musik schrieb, die ihren Kampf unterstützte. Dies war oft eine widerspruchsvolle und schwierige Aufgabe, aber für einen Künstler erschien sie mir als die einzig würdige. Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen, er ist gut für dich. Erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Witty, he was very brilliant, he was wicked, he was charming, and he was had tremendous life energy, force was coming out of him. Na, er sah die Musik als Dienerin, um die richtigen Haltungen, die richtigen Ideen, die richtigen menschlichen Verhaltensweisen zu befördern. You must remember that when one talks about Eisler, he was in the center of criticisms, you know, over practically all his life, from the moment he started to decide he would work for the working class movement to his death. He was in the center of vicious attacks from all sides. Eisler, would you please state your full name? Johannes Eisler, J-O-H-E-N-N-E-S, E-I-S-L-E-R, I'm called, call myself Hans, H-E-N-N-S, abbreviation of Johannes. When and where were you born? 6th July, Leipzig, Germany. What year? 1898. Thank you.
Das Interessante an meiner Herkunft ist, dass ich aus zwei verschiedenen Klassen komme. Mein Vater war Philosoph und meine Mutter Arbeiterin. Seine Familie war jüdisch und ihre christlich. My father was a non-believer all through his life. He didn't believe in religion, he didn't believe in God, and I think he very much adhered to the Marxist point of view that religion is the opium for the people. Wir wurden aufgezogen als Menschen, die zur Arbeiterbewegung zu stehen hatten. Das war eine Familienangelegenheit. Mit 11, 12 Jahren waren mein Bruder Gerhard und ich im sozialistischen Sprechclub unserer Wiener Mittelschule, wo wir eifrigst über die Schriften von Marx und Engels debattierten. In 1916, als ich eingezogen wurde, ahnte ich schon, was das für Folgen haben würde. Als ich mich bei meinem Kommandanten an der Front meldete, zeigte er mir seine Pistole und sagte, du stinkender Sozialist, wenn du deinen stinkenden Sozialismus meinen Jungen propagieren willst, werde ich dich erschießen. Das war meine erste Erfahrung mit dem Klassenfeind. Die Nachricht von der russischen Revolution hörte ich im Oktober 1917, als ich als verwundeter Soldat in einem Militärspital bei Wien lag. Die Polizei durchsuchte unsere Betten nach Flugblättern der Bolschewiki, aber natürlich fanden sie keine, denn wir trugen sie in unserem Herzen. Ich kann sagen, dass mein Leben durch die Oktoberrevolution stark geprägt wurde. Mit ihr begann ein neues Kapitel der Menschheit und damit auch für die Musik. In all der Finsternis führte uns das Licht der Sowjetunion und der große Glanz des Oktobers durch Zeiten der Verzweiflung. I went to school at the time of the Russian Revolution and we knew about it and found it agitating and exciting and interesting, and we read brochures coming from Russia. I remember we had brochures by Lenin and by Trotsky, and of course we were kids. I was 11 at the time, but as the revolution went on and we realized that not only we, but millions of people all over the world looked towards Russia, it was an atmosphere which is difficult to describe nowadays. Well, everybody thought we were going to make a beautiful world where everybody was going to fulfill their potential, and there would be no anti-Semitism, there would be no discrimination, all men would be brothers. Was what we thought we were going to have. How many times have you been in the Soviet Union? The last time I remember was 35. I must be before at least 32 and 31. 31, 32, and 35. 35. It's possible as I was once more, you know. But I really cannot remember. You remember three times? Three times, yeah. Were you ever employed by the Soviet Union in any capacity? No, I was like many, many artists, I guess. Did you ever receive any money from the Soviet government? No. Naturally, I got my fee from the publishing house, as every author gets from every publishing house in the world. In 1918 kam ich vom Krieg zurück und ging zu Arnold Schönberg, dem großen Meister, um zu lernen. Ich war bettelarm und so unterrichtete er mich umsonst. Es war fast wie eine Vater-Sohn-Beziehung. Bei ihm erwarb ich ein wahres Verständnis für musikalisches Denken und Tradition. Er hat aus mir gewissermaßen einen Musiker gemacht, was gar nicht so einfach war, da ich ein ziemlich renitenter Bursche war.
Zusammenhang mit Schönberg wird gesprochen von seinen zwei großen Schülern, Webern und Albert Berg. Aber Schönberg selbst hat laut und deutlich gesagt, er hätte drei große Schüler. Webern, Berg und Eisler. Interessanterweise haben da manche Herren nicht genau hingehört. Ihnen ist der letzte Name entfallen. Und man soll mir keine Geschichten erzählen, wenn das nicht politische Gründe hat. Ich fühlte mich nicht wohl in diesem bürgerlichen Musikbetrieb und ich begann mich zu fragen, für wen ich eigentlich diese Art von Musik komponiere. Für Schönberg war mein Kommunismus doch nur eine Jugendtorheit. Ich verachtete sein Spießbürgertum und habe am Ende mit ihm gebrochen. In 1924, there was a festival with modern music. And Eisler met Mr. Zemlinsky, who is also a very famous Viennese composer. And he told him, actually, I think modern music is over. The big symphonic example of modern music, large orchestra, conductors and all this. I think I have to dedicate myself from now on to the working class. Eisler went to Berlin and found his own way of composing. And this kind of music was probably the moment for Eisler when he said, bye-bye to modern music. Als Nicker Jim sich ein Ticket nahm und in den falschen Wagen kam, auf der Reise nach Manhattan, auf der Reise nach Manhattan, da brüllten die Herren, hinaus mit dir, was willst du, schmutziger Nigger, hier bei unseren weißen Manschetten, bei unseren weißen Manschetten. Und sie packten ihn beim Kragen und sie warfen ihn vom Wagen und machten so ihm klar, dass die Herrschaft mit der helleren Haut Amerika für sich gebaut und auch die schöne Bahn. Darum gibt es eine Abteilung für weiße Gentlemen. Darum gibt es eine Abteilung für schwarze Gentlemen. Bei der Railroad, bei der Railroad, mein Junge, merk es dir. Darum gibt es eine Abteilung, mein Junge, merk es dir. Dann kam die Zeit der Depression und mancher kriegte den letzten Lohn zwischen Frisco und Manhattan, zwischen Frisco und Manhattan. Jim zog nach Texas, da brüllten sie, eine Lady hat er geküsst, das Vieh, und warfen ihn dreifach in Ketten, und warfen ihn dreifach in Ketten. Doch bevor sie ihn erhängen mit biblischen Gesängen, befragt den Pfarrer Jim, ob die Herrschaft mit der helleren Haut am Ende auch den Himmel gebaut. Denn ach, das wäre schlimm. Sicher gibt's dort auch eine Abteilung für weiße Gentlemen. Sicher gibt's dort auch eine Abteilung für schwarze Gentlemen. Bei der Railroad, bei der Railroad, die zum Paradiese führt. Sicher gibt's dort auch eine Abteilung bei der Railroad, die zum Paradiese führt. Das war für ihn eine fast eine bewundernswerte Zurücknahme seiner eigenen großen Fähigkeiten als Symphoniker, als Kammermusikschreiber, indem er immer wieder sagte, ich habe hier einen Auftrag, ich muss für zur Veränderung der Verhältnisse etwas tun, von mir aus. Und das kann ich nur mit einer Musik, die mitgesungen werden kann, die die Menschen schnell verstehen und die sie aktivieren. Sozialismus ist das größte und nobelste Konzept der Menschheitsgeschichte.
Es reicht nicht, wenn ein Komponist in seiner Kammer sitzt und für die Arbeiterbewegung schreibt. Er muss sich aktiv am Klassenkampf beteiligen. Der moderne Komponist muss vom Parasiten zum Kämpfer werden. He knew that his songs were terribly effective. Songs played a great role in history, also in the French Revolution. The Marseillaise was a weapon in the fight against aristocracy, and the Internationale also. And Eisler's songs were as well known and as much used and as much sung all over the world as these great songs. In jener Zeit dieser sozialen Spannungen, der Arbeitslosigkeit und der Not, da war das so ein ungeheuer ermutigende Sache, seine Lieder. Ja, das hat mitgerissen, das hat ermutigt. Das war auch der Sinn der Sache. Die Wirkung, die er ausgeübt hat, ja, er und der Busch. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter, der alten Gesellschaft, die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus dem Trümmer der alten Gesellschaft, die sozialistische Weltrepublik. Arbeiter, hork, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Prolet. Arbeiter, Bauern, nimmt die Gewehre, nimmt die Gewehre zur Hand. Zerschlag die faschistischen Räuberheere, setz alle Herzen in Brand. Eure roten Wandern der Arbeit auf jede Acker, auf jede Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Und eines Morgens, eine Matinee, ging ich in einen Theater am Nollendorfplatz, da sahen also Ernst Busch und Hans Eisler mit am Klavier. Und für mich war das ein fantastisches Erlebnis. Erstens, weil also ich war so gewöhnt, so die klassische Musik selber zu spielen und zu hören von all den berühmten Pianisten. Und ich hörte also diese Stimme und das Publikum, der Saal war voll, was ja damals auch eine Seltenheit war. Und die Leute sprangen also auf und riefen dem Ernst Busch zu, sing noch das Lied und gab nicht. Mein Gott, wenn ich mal vor seinem Publikum spielen könnte, habe ich mir so gedacht. Und da habe ich also Hans Eisler zum ersten Mal mitgemacht, wie er am Klavier saß, also nicht so gespielt hat, sondern gestampft hat aufs Pedal und mit den Fäusten geschlagen hat, mit einer Intensität, das war also unglaublich für mich. Also ich habe schlaflose Nächte danach gehabt. Weil der Mensch ein Mensch ist. Viele Jahre trat ich mit Ernst Busch auf. Täglich, oft in zwei oder drei Vorstellungen. Von der Begeisterung des Publikums wusste ich, dass wir etwas Nützliches leisteten. Diese Art zu singen und zu musizieren fand das Interesse Bertolt Brechts, der damals schon der führende Dramatiker Deutschlands war. Freilich,
Brecht was terribly important to Eisler. I think that some of the best works of Eisler cannot be imagined without the words of Brecht. But the same is also true for Brecht. Some of his plays and some of his poems wouldn't be what they are had it not been for Eisler's music. So, and they, I think they both knew it. Mit Brecht schrieb ich die politischen Lehrstücke Die Maßnahme und die Mutter und den Film Coole Wampe. Dieser wurde sofort verboten, da er der Obrigkeit zu aufrührerisch war. Brecht bedeutete doch sehr viel. Er war sehr befreundet mit Brecht. Es war derselbe Ton, den sie sprachen, dieselbe Art von Witzen, die sie machten, dieselbe Art, wie sie sich über Sachen lustig gemacht haben oder sie ernst genommen haben. Sie verstanden sich gut. Es war eine erstaunliche Zeit, eine widerspruchsvolle Zeit, mit all den Schrecken der Armut und den Schwierigkeiten, die wir hatten. Es war fabelhaft. Ich wünsche jedem jungen Künstler so was Produktives. Und wie wir produzierten. Hätte uns ein Spießbürger gesehen, hätte er gesagt, die beiden Herren sind reine Wahnsinnige. Rice can be had down the river. People in the remoter provinces need their rice. If we can keep that rice off the market, rice is bound to get dearer. Then the men who pull the barges must go short of rice, and I shall get my rice for even less. By the way, what is rice? Don't ask me what rice is. Don't ask me my advice. I've no idea what rice is. All I have learned is it's price. In wintertime, the coolies need warm clothing. Then you must buy cotton so that you can keep cotton off the markets. When a cold spell comes, then clothes get more expensive. Our cotton spinning mills pay too high wages, and cotton's too plentiful in any case. What is cotton? Don't ask me what cotton is. Don't ask me my advice. I've no idea what cotton is. All I have learnt is it's price. Makes a man's work dearer. To provide for his feeding, you need more men. Our cooks can make a meal cheaper, but look at those eaters making it dearer. And we could use more men here in any case. By the way, what is a man? Don't ask me what a man is. Don't ask me my advice. Ändere die Welt, sie braucht es. Was sie braucht, wusste er natürlich auch nicht so genau. Aber dass sie Änderung braucht, das wusste er ganz genau. Und das war seine Leidenschaft. Das war der Geist der Zeit. Dieser wunderbare, ungebrochene Hochmut, den man braucht, wenn man die Menschheit retten will. Richtig. Sie werden die Welt nicht ändern.
und ein unparteiischer wie Sie. Schon lange nicht. Und dieser Herr hier, der wird die Welt auch nicht ändern. Dem gefällt sie ja so, wie sie ist. Und wer wird sie ändern? Die, denen sie nicht gefällt. Dann wird die Sonne scheinen auf die Straße, auf das Feld. Konnten wir doch niemals meinen, dies sei unsere wahre Welt. Hans Eisler's music did not change the world. How could it? He thought this was going to be used for the liberation of mankind and play an active role. This is not a bad thing to imagine, but it was a fantasy, it was a dream. Ich sah also Demonstrationen in Paris in dieser Zeit, an denen 1 Million Menschen teilnahmen. Und diese Masse ging vorwärts mit einem Lied von Eisler, zum Beispiel. Ja, Hans Eislers Lieder sind ja also nicht nur im damaligen Deutschland gesungen worden, sondern haben sich über die ganze Welt verbreitet. Ich habe auch in den 30er Jahren auf Chinesisch übersetzt und dass bei dem großen Marsch von Mao Zedong auch Hans Eisler Lieder gesungen worden. Das heißt, er hat wirklich eine weltweite Bedeutung gehabt damals. One of the great songs that was very popular all over the world was the song from Kulavampa called Solidarity or Forward, We've Not Forgotten. And a little bit of it goes, forward, we've not forgotten the fight that we've won forever. Not forgotten. I forgot it. That's the problem. Solidaritätslied. Vorwärts! Völker dieser Erde, einig euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Näherin. Vorwärts und nie vergessen, wo bringt unsere Stärke besteht. Bei Hunger und Verlassen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich. Vorwärts und nie vergessen, vorbringt unsere Stärke besteht. Bei Hunger und Verlassen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Unsere Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Bei Hunger und Verlassen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Proletarier aller Länder, einig euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei. Vorwärts und nie vergessen, die Frage der Leben. Zur gleichen Zeit gab es ja bereits einen Gauleiter von Berlin, der Dr. Joseph Goebbels hieß und der von Anfang an verkündete, so massenwirksame Kunst wie die Kommunisten müssten wir auch haben als Nationalsozialisten. Wir brauchen den nationalsozialistischen Panzerkreuzer Potjomkin, damit meinte er den Film von Eisenstein, und wir brauchen das nationalsozialistische Massenlied, was so populär ist wie diese Eisler-Lieder, die die Kommunisten singen. Wer zahlt das Geld für Hitler und seine Kompanie? Das sind die Großprofitler der Kanonenindustrie. Ihre Parole ist der Arbeitermord. Sie singen vom blutigen Tag. When Hitler came to power, no left-wing organization was allowed. Everything stopped. Eisler happened to be in Vienna when the most decisive event happened,
der Reichstagsbrand, when the Nazis put fire to the Reichstag, and that was for them the signal. It was an organized thing to start the terror, which we know now went on. Brecht sent a message to Eisler not to come back, which of course he didn't. Mein Sohn, ich hab dir die Stiefel und das braune Hemd geschenkt. Doch hätt ich gewusst, was ich heut weiß, hätt ich lieber mich aufgehängt. Mein Sohn, als ich deine Hand sah, erhoben zum Hitlergruß, wusst ich nicht, dass dem, der ihn grüßet, die Hand verdorren muss. Mein Sohn, und ich sah dich marschieren hinter dem Hitler her. Und wusst nicht, dass wer mit ihm auszieht, zurück kommt er nimmer mehr. Sah ein braunes Hemd dich tragen, hab mich nicht dagegen gestemmt, denn ich wusste nicht, was ich heut weiß. Es war dein Totenhemd. Das Erste war, dass es erstaunlich war, dass überhaupt so viele Journalisten da waren, die Fotos genommen haben und sofort Interviews haben wollten. Ich dachte gar nicht, dass Eisler so bekannt ist in Amerika. Eisler, of course, was amazed at the difference in levels in the upper class and the lower class in America. And one of the things that he constantly repeated was coming into a rich environment, he would say, oh, they're all gangsters. And he kept talking about the gangsters who were the rich people in America. Das war die Zeit der Gangsterfilme. Und wir haben, ich glaube, an einem Tag 2 oder 3 Filme gesehen. Das war die beste Art für mich, Englisch zu lernen. Als Brecht nach New York kam, besuchten wir die Kinos, vor allem Gangsterfilme. Wir versicherten uns natürlich gegenseitig, soziale Studien zu betreiben. Ich brauchte nur sagen, hör mal, wollen wir nicht ein bisschen soziale Studien betreiben? Dann fuhren wir in die 43. Straße und schauten uns Public Enemy Number 1 mit dem großartigen James Cagney an. Lou Eisler was very much interested in Eisler's career, and I think did everything she could to help him. And when I introduced the Eislers to Clifford Odets, she helped Odets realize that an invitation to Hollywood is what would help Eisler in this country. Brecht, du musst nach Hollywood kommen. Es ist kaum zu fassen, wie absolut scheußlich es hier ist. Hier stehen sich Klasse gegen Klasse nackt gegenüber und der Kampf nimmt hier die äußersten Formen der Brutalität an. Das ist ein sehr erfrischender Zug. Thank you.
he was doing pictures. Didn't he do none but The Lonely Heart? The picture with Cary Grant. And so well remembered, I believe. He did Hangman Also Die with Brecht, a Fritz Lang movie. And so he was getting work. Es ging ihm ja eigentlich sehr gut. Hans hat komponiert für Filme. Er war einer der wenigen deutschen, also Emigrantenkünstler, die ihr Leben fristen konnten durch ihre Arbeit. All the great musicians from all countries, if it was Holland or Italy or Germany, all these people who emigrated were great musicians. And all the orchestra was never so good as in Hollywood because they had no other possibilities. And then they were happy to have that job, to play for film music. The same was true for Hans Eisler. Man had to live, so it was very good to make music for a film. If it was a good film, it was better. Jetzt habe ich gerade einen idiotischen Schinken fertig gemacht. Er heißt Spanish Man. Das ist reiner Unsinn, ein Schwachsinn. Aber leider brauchte ich das Geld. He had a little money. He was living in great comfort. He had a marvelous social life with Thomas Mann, with his old teacher Schoenberg, with Leon Feuchtwanger, with movie stars who would frequent his home, Charles Laughton, above all Chaplin. Chaplin adored him. And Paul Henreid. And Artie Shaw would come down with Ava Gardner, whom we all adored. And so, this was a good life. He loved people. He loved people around him. His parties were always crowded. And he'd be telling you something. And suddenly he'd pop up, you know, like a cork out of a bottle. And he'd go to the piano and would not sit down. Wenn er spielte, sprang er auf dem Sessel hin und her und sang dazu und brüllte und krächzte. Er krächzte die Lieder. He'd say, listen, I will show you what I mean. He'd start to play. It sounded like hammer and tongs. Bam, bam, bam. And he'd sing, let me run, let me run. Sweet, like that, you see. Das Geld auf dieser Erde, und doch ist sie, wenn es mangelt, kalt, und sie kann sehr gastlich werden, plötzlich durch des Gelds Gewalt. Eben war noch alles voll Beschwerden, jetzt ist alles golden wie verraucht. Was gefroren hat, das sonnt sich, jeder hat das, was er braucht. Rosig färbt der Horizont sich. Blicket hinan, der Schornstein raucht. Ja, da schaut sich alles gleich ganz anders an. Voller schlägt das Herz, der Blick wird weiter. Reichlich ist das Mahl, flott sind die Kleider. Unter Mann ist jetzt ein anderer Mann. Unter Mann ist jetzt ein anderer Mann. Yes, well, he could entertain a whole room full of people. And he was always the center of attraction. He was also very attractive to women. Although he was certainly not everybody's idea of a good-looking man. He was extremely boisterously funny. Later on, I discovered that this was the reverse side of his endemic depression. He was a very sad person in reality, and he could be extremely depressed.
But like most comedians or people who are funny, they are at heart depressive, and so was he. There must have been with Hans some sorrow, because he was an exile, and he wasn't happy about that. And he was very European, very German, and the state of the world, the state of what was happening in the world, did give him some very sober moments. And he never really, you know, he never became Americanized, as some people did who came to this country and stayed. Es ging mir gut in Hollywood, aber es wurmte mich, dass diese armen Deutschen solche Scheißkerle sind. Wenn ich zurückkomme, wollte ich sagen, hier, ihr Scheißkerle, ich hab was für euch komponiert. Eines schönen Tages befahlen uns unsere Obern, die kleine Stadt Danzig für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Polen eingebrochen und haben es erobert. In zwei Wochen. Eines schönen Tages befahlen uns unsere Obern, das schönere Frankreich für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Frankreich eingebrochen und haben es erobert in vier Wochen. Schönen Tages befahlen uns unsere Obern, das riesige Russland für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Russland eingefahren und kämpfen um das Leben seit zwei Jahren. Eines schönen Tages befehlen uns noch unsere Obern, den Boden der Tiefsee und den Mond zu erobern. Und es ist schon schwer hier in diesem Russland, und der Feind ist stark und der Heimweg unbekannt. Must have been the night before VE Day, and they turned on the radio to hear the war news. It was at Clifford's house. And we heard this man singing the Marseillaise, and he was singing it with such passion and such feeling. And Hans got up, he was very excited. He said, "The war is over." And he went around the room, shaking hands with everybody in the room. He went over to Clifford, he said, "Congratulations, Cliffy, embrace me, the war is over." And he went around shaking everybody's hand and with this frank emotion. And this room full of Americans stood there with their arms hanging at their sides. They just weren't up to that. They couldn't do it. At least I had the grace to have my eyes fill with tears when he kissed me and said, "Congratulations, Lola, the war is over." But it was very moving. The growing menace of communism arouses the House of Representatives Un-American Activities Committee. Among the well-informed witnesses testifying is J. Edgar Hoover, head of the Federal Bureau of Investigation. Mr. Hoover speaks with authority on the subject. The Communist Party of the United States is a fifth column, if there ever was one. Communism, in reality, is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. We lived then in Malibu, and Hans was just swimming in the sea. It was a wonderful time, the sun shone, and his agent called, and he said, "This thing happened with Hans's brother, Gerhard Eisler, and he was arrested. And Hans has immediately to say that he has nothing to do with his brother." So Hans, when Hans came back from the sea, very wet still, I told him the story, and he, as wet as he was, he went to the phone and called his agent and said, "I certainly will not speak against my brother."
Gerhard Eisler. The FBI terms him the boss of American communists. His own sister says he's a dangerous terrorist. Refusing to testify under oath before the House Un-American Activities Committee, Eisler, seated beside his woman attorney, is cited for contempt. Escorted by immigration officers, Eisler heads for the Washington jail, beginning of a case that may have international repercussions. Man kann es sich heute kaum vorstellen, wie die Menschen verfolgt wurden, die also irgendwo fortschrittlich waren. Der Truman hat also eine Drehung von 180 Grad gemacht und die Sympathie des amerikanischen Volkes, das während des Krieges für die Russen waren, das musste jetzt in Hass umgewandelt werden. Und das war natürlich in erster Linie die Kommunistische Partei der Vereinigten Staaten das erste Ziel, ja. Und um die zu diskreditieren, da musste einer herhalten aus dem Ausland, der eigentlich der Boss aller Roten war. Und das war halt der Gerhard. Das war er gar nicht. My aunt, Ruth Fisher, was expelled from the Communist Party. And she accused my uncle Gerhard of being a Soviet spy, which was not quite the case. And this brought on a lot of trouble. And I think she also did something nasty about my father. She had been given, she felt, a raw deal in Germany by the Communist Party. And in America, she functioned as what was called a Trotskyite. And so she attacked her two brothers. And that, I think, led the House Un-American Activities to pick Hans Eisler as the Karl Marx of music. Are you now, or have you ever been a communist? I'm not now a communist. And I remember I made, when I was a young man, 1926, an application for the German communists. But I found out very quickly that my artistic activities, I couldn't combine my artistic activities with the demand of any political party. So I dropped out. You dropped out? Dropped out. I thought you said you made applications. Yeah. Well, you wouldn't drop out if you made applications. Oh, yeah, sir. Look, if I join a union and don't pay my union dues, I will be immediately after a couple of months suspended. If I don't, if I... I understood you made applications. Yeah. But did you join? It is, an application, but I didn't take more care of it, I just let it run. You did join the Communist Party? I mean, an application to join, and there was maybe a short, it is so. You make an application, you get an answer. Let's say you admit it. Mr. Cameron, the question is simple. What I have asked is, are you now, have you ever been a member of the Communist Party? I told you, Mr. Chairman, I repeat, I made an application but neglected to say. I know, but is your answer yes or no? This is my answer, Mr. Chairman. It was a very unpleasant sort of situation to be in. I found it so. J. Parnell Thomas, the chairman of the committee, had a very loud voice and a fairly commanding sort of appearance. He was quite small. He sat on a couple of telephone books to be more impressive, and as of later events proved, was a not very admirable man. He ended up, he was an inmate in the federal prison to which I was eventually sent for contempt of Congress. He had been convicted in the meantime of stealing government money. Dieses Verhör ist unheimlich. Und lächerlich zugleich. Das Komitee ist an meiner Aussage gar nicht interessiert. Es hat nur zwei Interessen, mich öffentlich als Monster zu präsentieren und mich wegen Meineides ins Gefängnis zu stecken. Ich fühle mich wie ein Eingeborener, der sich mit Pfeil und Bogen gegen die Atombombe wehren muss. I didn't was active in a political organization, the Communist Party. But you admitted that you made applications to become a member of the Communist Party. 26 in Berlin. You admitted that you had been accepted. Now I want to know, how long were you a member? Mr. Chairman, since I went immediately to Paris and came back in fall, 1926, to Berlin. Let's go. How many years? How many years? No years. No years. How many months were you a member? Pardon me? How many months were you a member? He had nothing but personal contempt, and you couldn't have much more than contempt for the members of the committee. And fortunately or unfortunately, it often expressed itself even when he wasn't seeking to do so.
German communists have sacrificed so much and fight fought so heroically, I would be a swindler if I call myself a communist. I'm a communist, underground workers in every country have proven that they are heroes. I'm not a hero, I'm a composer. Well, I went to Hans's house immediately after his hearing. And when I walked in, I didn't see Hans. And then I realized that he was sitting next to the door. And he looked the way I'd never seen him look before. He looked beaten. And I hugged him. And all he said was, "These gangsters," quietly. And that was it. Left-wing composer Hans Eisler and his wife leave America to avoid deportation proceedings. Seeing him off at New York's airfield are his brother Gerhard Eisler and his wife. Gerhard, sometimes known as America's number one communist, is under bail awaiting deportation action. The one-time composer of Soviet music leaves with words of bitter denunciation for the members of the Congressional Un-American Activities Committee. Ich verlasse dieses Land nicht ohne Verbitterung und Wut. Ich konnte gut verstehen, dass 1933 die Hitler-Banditen ein Kopfgeld auf mich aussetzten und mich vertrieben. Sie waren der Inbegriff des Bösen in jener Zeit. Aber es bricht mir das Herz, dass ich aus diesem wunderschönen Land auf so lächerliche Weise vertrieben werde. Als ich dabei war, Amerika zu verlassen, fragten mich meine Freunde, wohin jetzt? Ich sagte, Berlin. Man schüttelte den Kopf. Lesen Sie keine Zeitung? In Berlin gibt es nur Ruinen, Hunger und Kälte. Ich sagte, dann wird sich die hohe Musik gefälligst herunterbemühen müssen, zu den Ruinen, zum Hunger und zur Kälte. Auferstanden,
es waren ja nicht nur die Häuser zertrümmert, sondern es waren die Menschen zertrümmert. Nicht? Und die geistigen Trümmer waren ja beinahe noch, die physischen Trümmer konnte man beiseite räumen, aber die geistigen musste man mit anderen Mitteln erreichen. Und da war die Kunst und vor allem die Musik von Eisler eines der hervorragendsten Mittel. Als Eisler nach Berlin zurückkam, muss es doch wohl auch für ihn ein großer Schock gewesen sein. Denn Berlin war ein Trümmerfeld. In Berlin war jedes zweite, dritte Haus zerstört, kaputt. Die Leute waren hungrig, die Leute hatten nichts zu essen. Sie froren, es gab kaum Heizung. Es war ein Wiedersehen von ungeheuer bedrückend. Aber auch ein Wiedersehen mit Menschen, die den Krieg überlebt hatten. Und die meinten, jetzt fängt etwas Neues an. Berlin. Трудящиеся Германской Демократической Республики заявляют о своей решимости крепить дружбу с Советским Союзом надежным оплотом мира во всем мире. Damals war die Hoffnung auf eine kommunistische Gesellschaft, also auf eine bessere, menschlichere Gesellschaft, noch nicht völlig zerstört. Und nach dem Elend des Krieges ist es doch kein Wunder, dass die Menschen sich gerade nach so etwas sehnten. Und für Leute wie Hanns Eisler und Brecht war die DDR das einzige Land, der einzige Teil in Deutschland, in dem zum Glück dieser Versuch gemacht wird. Und sie wollten sich daran beteiligen, sie wollten sich nützlich machen. There was a real enthusiasm for in the first few years of building up a new society. And we had many people, especially young people, behind us, and we were not at all isolated. It changed later on, but the first years were probably the best. Am 2. Oktober begann das neue staatliche Konservatorium in Berlin seine Tätigkeit. Professor Hanns Eisler. Professor Dr. Georg Knebler, der Leiter des Konservatoriums, lehrt Musikgeschichte. Das Aufzeigen der gesellschaftlichen Zusammenhänge ihres Berufes ist den Schülern eine entscheidende Hilfe in ihrer Spezialausbildung. In 1915, that was the first year of his taking up residence in East Berlin, everything in the garden was lovely. In 1951, the screws were tightened, and there was a big campaign started by the Russians for sort of cultural nivellation. And they wanted to bring the sort of German cultural scene, as they did the Czech cultural scene, and everything, on a par with their own cultural policy of formalism and socialist realism as the two options. Whereupon my father certainly didn't fall under the heading socialist realism. He was increasingly being a formalist and was being also attacked as such. So everything in the garden was no longer lovely. What happened was that Eisler wrote a libretto for an opera which he meant to compose. And it was the subject of Faust, which of course is one of the great subjects in German literature. And of course Goethe's Faust is considered to be, rightly considered to be, one of the great treasures of German literature. And it was argued that Eisler's text belittled the great subject of Faust. Eisler war sehr leicht verletzbar. Und ich glaube, dass diese Diskussion um seinen Operntext Faustus, der in unfairer Weise geführt wurde, nicht von Politikern, sondern von Kollegen, von Literaturwissenschaftlern, dass diese Diskussion Eisler so deprimiert hat, dass er keine Note mehr zu Papier bringt. That was hearings and hearings and hearings, why he wrote that and why he wrote that in Faustus and what does it mean, and this was not realistic enough and this was modern art and this was that. He had terrible hearings about it. It made me very sad. And he had to answer questions all the time.
And everybody was against him, also Georg Knepler. We, and I say we because I was part of all this, we thought that modern music or modern composers, no, I can't say it. Okay. It's too difficult. Estimates of casualties cannot be accurately obtained, but at least 16 persons are reported killed and hundreds injured in East Berlin alone. The demonstrations began as a protest against excessive work schedules. Russian army tanks rumble up the streets backed by fully armed soldiers. Es ist ein Jammer, wenn man die Geburtswehen einer neuen Gesellschaftsordnung betrachtet. Wie viel Mut, Talent, Heroismus und wie viel Dummheit. Große Erfolge, die durch unsägliche Fehler wieder in Frage gestellt werden. Beside the lake, close to the silver poplar, hedged round by walls and bushes lies a garden, so wisely planned to out with monthly flowers, that from March till October it's in bloom. Here in the mornings, not that often, I sit and linger, wishing I could. So always have whatever the weather, sunny, cloudy, something or other, just as pleasant on Eisler war damals in einer Verfassung, dass er war von der Lou, von seiner Frau, hatte sich von ihm getrennt und er war hier alleine und er fühlte sich also zum Teil ziemlich mies. Also die Verhältnisse waren ja wirklich auch ziemlich bedrückend. Und da er aber hier im Ostteil der Stadt eine sehr bekannte Persönlichkeit war, um sich so richtig mal volllaufen zu lassen, das konnte er hier nicht tun. Und daraufhin dachte er in West-Berlin, er hatte die Möglichkeit, als Österreicher darüber zu fahren, da kennt mich kein Mensch und da gehe ich da mal saufen. Und eines Tages war er in West-Berlin sehr tief ins Glas gefallen, sodass die Polizei ihn in ziemlich trunkenem Zustand aufgriff. Er lärmte ein bisschen, als er da nach Hause fahren wollte. Die Polizei nahm ihn fest und brachte ihn dann im Polizeiwagen an den Übergang nach Ostberlin, was in der Springerschen BZ am nächsten Tag eine Riesenstory gab. Komponist der Nationalhymne der DDR, volltrunken im Westberliner Rinnstein aufgefunden. Natürlich ließ man sich so etwas nicht entgehen. Also Eisler war immer gut für eine Schlagzeile in der westlichen Boulevardpresse, wann immer sich da eine Möglichkeit ergab. Es gab zwei Arten von Trinken bei ihm. Das war eines, wenn man abends bei ihm Rotwein trank, waren es die schönsten Stunden. Die andere war, dass er eben oftmals seine Depressionen dann versuchte zu beseitigen damit. Und das lähmte ihn. Da war dann von Eisler nicht mehr viel vorhanden. Das war dann ein ziemlich gelähmter Mensch, der ein eben deprimierter Mensch, nicht? Sein Will wird vielleicht mich lesen und er wird denken zwischen den Zeilen. Ja, traurig
Traurigkeit, die seine Heile. Du solltest dich über die Gründe fragen, der Traurigkeit. Hatte ja dann mit seiner Frau Lou ein bitteres Auseinandergehen. Für ihn war es besonders bitter. Und in dieser Zeit sind wir oft zusammen essen gegangen und dann haben wir uns über alles unterhalten. Und eines Tages beim Mittagessen sagte er mir übrigens, liebe Gisela May, ich habe jemand kennengelernt in Wien und ich möchte Ihnen diese Dame gerne vorstellen. Ich möchte ihr urteilen. Naja, er wollte mich auch wieder Brecht, glaube ich, mit seiner Klampfen, als er die Frauen angelockt hat, hat er also das am Klavier gemacht und hat also seine Lieder mir alle vorgesungen, aber nicht nur seine. Er hat auch Schubert mir vorgesungen und Schumann, Hugo Wolf. Also, und so hat er mich wirklich also völlig bezaubert und verzaubert, würde ich sagen. Das war unglaublich. Ja, ich konnte ihn verstehen, weil ich, wie soll ich sagen, eine Nase hatte. Ich habe ihn nur anschauen brauchen und also seine Laune gewusst oder gewusst, wo er traurig ist oder dass ihn etwas furchtbar, also ärgert oder nicht gefällt oder jetzt politisch gesehen, ja. Und ich meine, ich habe ihm nicht gesagt, dass ich das sehe, dass er traurig ist oder melancholisch ist oder was weiß ich. Ich habe es also mit Zärtlichkeit gezeigt und da hat er immer gesagt, ja, wieso weißt du das? Das war in Venedig. Da ist mir ein wunderbarer Schnappschuss gelungen. Das war in Florenz, in einem Kaffeehaus. Das ist Eisler, meine Tochter und mein damaliger Schwiegersohn. Na, das ist Brecht. Und Eisler, das ist aus den 20er Jahren ein Foto. Das hat man mir, hat das Brecht-Archiv mir geschenkt. Das waren die besten Freunde. Der Tod Bertolt Brechts ist ein entsetzlicher Verlust. Was uns über die Jahre aufrecht erhielt, war der unumstößliche Glaube, dass unsere besten Werke immer ihr Ziel erreichen würden, dass wir etwas Nützliches leisteten. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wen ich anspreche, wen meine Musik erreichen soll. Eisler war ja sehr krank. Er war körperlich in einem sehr schlechten Zustand. Sein Gehirn rannte wie ein junger Kerl und sein Körper war viel älter, als er war. Es ging immer mehr auseinander. Und der Tod Stalins und insbesondere der 20. Parteitag, als Chruschtschow einen Zipfel vom blutigen Tuch hochgehoben hat, war für Eisler eine Katastrophe. Einerseits hat er sich bestimmt gefreut, dass endlich die Wahrheit ans Licht kommt. Und zugleich muss es furchtbar gewesen sein. Was hätte er noch für die Arbeiterklasse komponieren sollen? Was denn? Was? Ich meine, mit den Kampfliedern etc. war die Zeit vorbei.
Ja? Und das andere wollten Sie ja nicht hören. Tragische am Leben von Hanns Eisler, wie am Leben vieler seiner Generation, war für mich, dass da eine Generation von Leuten lebte, die bereit war, ihr Letztes für die kommunistischen Ideale zu geben, zu denen sie sich bekannten. Und dass Leute dabei waren, diese kommunistischen Ideale in die Praxis umzusetzen, die dazu weder intellektuell noch praktisch in der Lage waren, sodass am Ende nicht die kommunistischen Ideale, sondern ein grauenvolles Zerrbild realisiert wurden. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. In meinem Alter wäre das Schweigen vielleicht viel gemäßer als das Reden. Deswegen höre ich jetzt auf zu reden und lasse Sie über die Gründe für mein Schweigen nachdenken. Wir gingen zum Wagen und fuhren also den Weg hier nach Haus, Schönhauser Allee. Und ich habe in der Kantine schon gesagt, ich werde einen Arzt rufen. Also er war da also so dagegen, dass ich ihn noch mehr aufgeregt hätte, wenn ich also darauf gepocht hätte, ja. Was soll ich auf dem Weg, habe ich noch einmal gesagt, wir bleiben stehen, ich rufe einen Arzt. Er saß vor mir beim Chauffeur. Also ich habe ihn nur von hinten gesehen, ich habe nur gesagt, mach die Krawatte auf und mach den Hosengürtel auf, was er auch getan hat.
Wir sind also hier angekommen und ich bin rausgesprungen aus dem Wagen. Der Fahrer, der Chauffeur auch. Und wir machen die Tür auf und er war also so weiß wie diese Wand, hat kein Wort gesagt. Und beim Raufgehen, hier, da gibt's doch ein paar Treppen da. Wir wussten nicht, geht er sie oder geht er sie nicht. Er hat uns zur Seite, wir hatten ihn also unterm Arm genommen, er hat uns zur Seite gedrängt und wir gingen von hinten ohne Treppe und so weiter in den Garten. Da stand ein runder Holztisch und eine Bank und da habe ich ihn zuerst hingesetzt und dann habe ich diesen Stuhl, der da vorne steht, rausgebracht, weil diese Bank war auch aus Holz und nicht bequem, damit er sich da hinsetzt und der Chauffeur hat das Krankenhaus angerufen. Und wir haben ihn auf den Stuhl gesetzt und dann habe ich Mundbeatmung gemacht und noch einmal Medizin gegeben. Und dann habe ich ihm noch was gesagt und er hat also nicht reagiert. Und dann ist er auf meine linke Schulter, ist sein Kopf gefallen und dann war aus. Yes, of course, so the state was quick to sort of latch on to his death as a sort of great event. And he was given a state funeral with all the ghastly trimmings. And being a witness to it, I must say it was really quite a supposition for those near him to have to go through that rigmarole with the whole top brass turning out, people whom he was not particularly fond of, sort of crowding around the grave as if they'd just lost their best friend, which they hadn't. Berlin nahm Abschied von Hans Eisler. Durch seinen unerwarteten Tod verloren wir einen großen deutschen Komponisten. Die schönsten und klügsten Worte unserer Dichter hatte er vertont. In vielen Kampfjahren sangen deutsche Arbeiter seine Lieder, die von den Arbeitern anderer Länder aufgenommen und über den ganzen Erdball getragen wurden. Die Großen der Kunst in aller Welt lobten sein Werk. Nach den Angehörigen trat Walter Ulbricht an das Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Unter den Trauergästen befanden sich Alfred Kurella und Ernst Busch. Ein Klassiker unserer Zeit starb. Mit seiner Musik, mit seinen Liedern wird er weiterleben. Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Noch Mühe, Leidenschaft, nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht
erbleichen wie von einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter allen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie andern Völkern ihr's, so wie andern Völkern ihr's.